Hallo Freunde, herzlich willkommen zur Filmbewertung von dem Film Megan. Worum geht es in diesem Film? In diesem Film geht es um die kleine Katie, gespielt von Violet McGraw, die man zum Beispiel aus Black Widow kennt. Die verliert bei einem Autounfall ihre Eltern. Und Gemma, ihre Tante, gespielt von Allison Williams, die man zum Beispiel aus Get Out kennt. Sie wird sich erstmal um die Katie kümmern. Was aber nicht so einfach für sie ist, denn sie ist eigentlich gar nicht so der Kindertyp, beziehungsweise so ist echt extrem in ihrer Arbeit verhaftet. Denn sie entwickelt exklusive, beziehungsweise besondere Kinderspielzeuge, und zwar intelligente Kinderspielzeuge. Katie fühlt sich echt nicht gut und fühlt sich auch relativ einsam und alles. Und Gemma hat einen Prototypen entwickelt von einer Puppe, die auf Kinder und mit Kinder reagieren und interagieren kann. Aber dieser erste Prototyp, der ist nicht von Erfolg gekrönt. Der, ja, gibt so ein bisschen den Geist auf, sagen wir es mal so. Aber um Katie wirklich glücklich zu machen, bastelt sie einen zweiten Prototypen, der viel erfolgversprechender ist. Und als sie Katie aktiviert, beziehungsweise als sie Katie mit Megan, gespielt von Amy Donald, sie macht das Motion Capturing, und Jenna Davis, die man zum Beispiel aus Raven's Home kennt, die gibt der Megan die Stimme. Und Megan und Katie freuen sich sehr gut an. Gemma wittert da eine Beförderung und zeigt Megan ihren Chef, der gar nicht begeistert ist, dass sie einen zweiten Prototypen gebaut hat, da der erste ja ein Fehlschlag war und sie sich dann doch um andere Spielzeuge kümmern sollte. Aber der Chef lässt sich dann doch erstmal von ihr den neuen Prototypen zeigen und ist mehr als begeistert. Denn er wittert da echt das große Geld, dass kein Kind ein anderes Spielzeug haben möchte, außer dieses. Ja, es wird immer wieder noch so ein bisschen, Megan wird immer noch so ein bisschen geupdatet hier und da und so. Und sie bekommt den Befehl, dass sie sich um Katie kümmern soll und soll aufpassen, dass Katie keinerlei seelischen oder körperlichen Schäden bekommt. Und ja, mit der Zeit entwickelt sich die gute Megan dann doch ein bisschen anders. Sie nimmt ihre Aufgabe, Katie zu beschützen, dann doch ein bisschen ernster als gedacht, bis dann die Situation dann doch droht, irgendwie zu eskalieren. Ja, so viel ungefähr zu dem Film. Ich muss sagen, der Film hat richtig Bock gemacht. Der Film hat auch wirklich ein paar sehr gute Jumpscare-Momente gehabt. Die Story gefällt mir richtig gut, vor allen Dingen auch von der Umsetzung her. Also das Motion Capture ist echt mega stark. Also da hat man Megan wirklich eine sehr gute Mimik gegeben. Ich weiß zwar nicht, warum man jetzt einer Person das Motion Capture hat machen lassen und der anderen Person jetzt die Stimme gegeben hat, aber das entzieht sich jetzt aktuell meiner Kenntnis. Aber das tut dem Film überhaupt keinen Abbruch. Also der Film hat so wirklich so richtig krasse Momente, wo man dann denkt, oh oh, jetzt passieren hier Dinge, die nicht passieren sollten. Und genau das ist auch richtig gut. Aber ich muss sagen, man hätte sich da bei dem Film noch ein bisschen mehr trauen können. Aber ich weiß nicht, welche Beweggründe dahinter gesteckt haben. Vielleicht wollten sie nicht zu weit gehen, um dann nicht hinterher daraus einen Splatter-Film oder so zu machen. Vielleicht war das der Beweggrund. Aber ich finde, man hätte sich da ruhig doch ein bisschen mehr trauen können. Denn gerade so die letzten, ja, 10, 15 Minuten fand ich dann doch ein bisschen gerusht. Aber gut, muss man halt sehen, wie man es möchte. Aber
So im Großen und Ganzen bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen. Also es war wirklich jetzt mal wieder ein Horrorfilm direkt am Anfang des Jahres, wo ich sagen kann, okay, den kann man sich wirklich gut angucken. Der Film ist interessant. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da bin ich wieder. Also, wir haben wirklich einen sehr interessanten Film mit einem sehr interessanten Drehbuch, mit sehr interessanten Schauspielern, mit einem super guten Motion Capture, mit einer Figur, die eine sehr gute Mimik und Gestik hat. Von daher würde ich sagen, hat man schon sehr viel richtig gemacht, aber für mein Verständnis hätte man vielleicht noch ein bisschen mutiger sein können, vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, aber alles in allem gebe ich dem Film 4 von 5 Totenköpfen. Das passt auch. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, aber nicht unbedingt müssen. Aber es ist alles so in Ordnung, wie es jetzt ist. Und ich kann dem Film nur eine klare Anguckempfehlung geben, wenn ihr wirklich Horrorfilme mögt. Ja, das war die Filmbewertung zu Megan. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.